Moin! Im heutigen Study History Video beschäftigen wir uns mit dem Leben im Kloster im frühen Mittelalter. Viel Spaß! Während es bereits im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus im Oströmischen Reich die ersten Klöster gegeben hat, verbreiteten sich die Klöster im Westen Europas besonders ab dem 6. Jahrhundert nach Christus. Eine wichtige Rolle spielte dabei Benedikt von Nursia, der das berühmte Kloster Monte Cassino in Italien gegründet haben soll und zudem als Verfasser der Benediktsregel gilt. Auf diese Regel geht der Mönchsorden der Benediktiner zurück und sie beinhaltete die zentralen Tugenden für das monastische Leben, also für das Leben im Kloster. Zudem regelte diese Regel auch das Alltagsleben der Mönche. Das Kloster hatte einen klaren hierarchischen Aufbau. An der Spitze des Klosters stand der Abt, der von den Mönchen gewählt wurde und oft als Vater oder Hirte beschrieben wurde. Er hatte die Einhaltung der Sitten zu gewährleisten und hatte auch sonst die Befugnis, die Mönche zu bestrafen. Die zentralen Tugenden in einem Kloster waren der Gehorsam, die Schweigsamkeit und die Demut. Das wichtigste Leitprinzip für die Handlungen eines Abtes war die Discretio, also dass er sich stets an den Bedürfnissen und individuellen Voraussetzungen des Einzelnen orientierte. Danach gab es das Amt des Prior, der den Abt bei der Leitung des Klosters unterstützte. Zudem gab es noch weitere Ämter wie den Cellerarius, der die materiellen Güter des Klosters verwaltete, oder den Küchenmeister und natürlich noch ganz normale Mönche. Auch der Alltag der Mönche war in der Benediktsregel genau festgeschrieben. Spricht man heutzutage über das Leben im Kloster, lässt sich das mit dem Spruch Ora et Labora, bete und arbeite, ganz gut zusammenfassen. Der Alltag im Kloster war von zahlreichen regelmäßigen Gebeten morgens, mittags und abends geprägt, wobei der Vormittag und der Nachmittag für die Arbeit bestimmt waren. Typische Aufgaben waren die Arbeit auf dem Feld, handwerkliche Tätigkeiten oder auch das Abschreiben von Büchern und Texten. Während bestimmter Zeiten wie dem Essen durften die Mönche nicht sprechen und etwa zur Mittagszeit wurde aus der Heiligen Schrift vorgelesen. So gab es im Kloster auch bestimmte Dienste, die von Mönch zu Mönch wechselten, wie etwa der Lesedienst oder der Dienst in der Küche. So, das war's dann auch schon mit diesem Study History Video. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!